Guten Tag. Nein, wir haben schon 13 Uhr. Ich habe den ganzen Tag nicht gevloggt irgendwie. Schaut mal. Calvino hat was bekommen. Für sein Zimmer. Gefällt dir, ne? Ist schön, damit können wir... Die Akkuträger, die dabei waren, übrigens Dummies. Die gehen an, aber sind gesperrt, ja, ja, zu benutzen. Aber da können wir vielleicht so Kunstfische holen. Die kann man bestimmt bei Amazon bestellen. Oh, sorry. Und dann... Oh, sorry. Dein erstes Bild forever. Ja. Hast du das gepostet? Calvino ist ganz aufgeregt. Der hat nämlich jetzt Instagram. Obwohl ich mich frage, wie er das betreiben möchte, weil er sich ja nicht zeigen möchte. Nein, ich will das nicht liken. Ich will das löschen. Damit ihr das jetzt Profilbild, muss ich etwas anderes aufnehmen, damit ihr das löschen könnt. Ja, jetzt klar. Ich würde es nicht machen, dann löscht du alles. Ja, Bernd hat seine anderen Mützen bekommen. Ich gehe hier drauf und das kommt. Was zur Hölle? Die sind auch bequem. Ja, die sind größer, deswegen sind die bequemer. Dann musst du die nehmen und die anderen. Die schicke ich dann zurück. Zurückschicken, ja. Ja, die war auch schön. Mama, wenn ich jetzt... Oder meinte ich, darf mir dann mal für 50 Euro Mützen gönnen. Also ich dann drei Stück habe, die werden ja nicht schlecht, wenn oder? Wenn ich jetzt hier auf Löschen klicke, geht das Foto dann weg? Lösche ich das dann? Ja. Dann würde ich die lassen. Dann würde ich die lassen, ja, wegpacken. Ja. Dann würde ich die beiden erstmal auftragen. Okay, ja. Sieht gut aus, steht dir. Calvino. Ja, du bist auch, du bist im Bild, Calvino. Du bist im Bild. The Purge. Hey, hello, hello. Er ist dann nicht, erste Mal, er ist dann nicht The Purge, er ist dann The Perz. The Perz. Hier, Papa. Hallo, Papa. Ich bin ausgeschlafen für dich. Dann kann ich nämlich mal eben hier Fenster zumachen. Oh, bist du müde. Oh ja. Ja, was habe ich gemacht? Warum habe ich noch nicht gevloggt heute? Ich war spazieren mit einer Freundin. Ganz ausgiebig. Und habe gewischt. Beweis, der Wischeimer ist noch da. Ja, halt Haushalt gemacht. Ja, wo ich gerade so fühle, die Silberhütchen sind super, wenn man stillt. Wollte ich euch ein kleines Update geben. Ich kümmere mich mal eben. Oh. Du kannst das doch auf dem Handy gucken, wenn du möchtest. Ja, okay. Bei uns gibt es jetzt Pizza. Ich habe Pilzpizza. Calvino hatte Tomate, Mozzarella. Oh. Die Mama isst ihre Pizza und Bernd spielt mit seiner Tochter. Heute ist der erste Tag seit Ewigkeiten, wo wir sagen, machen wir so nichts. Und Bernd ist langweilig, der wollte gerade schon oben ins Büro aufräumen gehen. Echt? Mal gucken. Heute wird vielleicht noch oben das Büro aufgeräumt. Ich habe gesagt, lass uns doch einfach chillen. Langweilen. Obwohl, heute ist nicht der erste Tag seit langem, wo wir nichts machen. Wir haben ja auch schon mal ein, zwei Sonntage nichts gemacht. Das stimmt. Ich wollte euch unsere Mülleimerkonstruktion zeigen, die der Bernd gemacht hat, die so super ist jetzt. Wir hatten ja hier zwei so kleine Magneten. Einen hier, einen da mit doppelseitigem Klebeband. Und dann ist es immer aufgegangen. Das war total nervig. Das Schlimme daran ist, wenn es immer aufgeht, da sind auch Essensreste drin. Und das Murphy, also unser Hund, holt sich die. Und jetzt hat der eine Leiste hier dran geschraubt. Eine Leiste hier dran geschraubt und drei so riesen Magnete da dran gemacht, dass wenn man die zumacht, egal, das geht immer halt. Und das ist halt jetzt geschraubt. 4 Euro hat sie gekostet. 4 Euro insgesamt. 1 Euro für jeden Magnet, 1 Euro für jedes Blech. Ja, super. Und die kommt dahin. So. Voll toll. Ja. Wir wollen uns gleich Essen frittieren. Und ich hole schon mal hier die Fritteuse in die Küche. Und dann machen wir gleich Burger dazu. Die haben wir schon mal rausgeholt zum Auftauen. Und dann brauchen wir hier die Brötchen. Ich nehme die großen, die Männer nehmen die kleinen.
Pommes. Was machen wir noch? Chili Cheese Nuggets? Geht um Kochlaufsalat, würde ich mir dabei essen. Oh ja, gute Idee. Den haben wir ja hier. Den habt ihr, glaube ich, schon gesehen, ne? Den Kochlaufs. Der ist hier. Haben wir schon die Hälfte wieder weggegessen. Musst du wieder neu machen, ne? Da ist schon die Hälfte weggegessen. Dann brauche ich Salat für den Burger. Ich nehme immer noch Tomate und... Oh, da, Tomate und Gurke. Dann, ach ja, dann können wir ja hier unsere vegane Snacksoße von Hohmann probieren, wie die schmeckt. Was nimmst du? Remoulade noch? Ja. Ach, und dann kann ich euch zeigen, wir haben 5 Liter Kanister Lachsöl bestellt. Weil normalerweise im Barfladen kostet 1 Liter... Ich glaube 25 Euro, oder? 20 Euro? Richtig teuer. Und wir haben jetzt einen ganzen Kanister, 5 Liter für diesen Preis geholt. Da war, ist dann 1 Liter 5 Euro noch was. Und wir füllen die dann ab in solche Flaschen mit einem Dosierhahn-Ding obendrauf. Das ist der Dorschleben-Tran. Ja, also für, was ist das, ein Fünftel von dem Preis holen wir das jetzt. Für Smurfy ist das übrigens. Da. Smurfy die Ballerina. Für dein Barf ist das, ne? Was machst du da für Figuren? Hä? Was machst du, Smurfy? Oh, spielst du mit deinem Auto? Ja? Bist du? Ja, er ist müde. Hm? Er kriegt so viel Auslauf wie lange nicht die letzten Tage, ne? Wo so schönes Wetter ist. Ja, fragt, ob er die Woche mal einen kleinen Hausnack verdient hat. Er hat die ganze Woche nur einen gekriegt. Ja, aber er hat auch ein bisschen zu viel auf den Rippen. Er sagt, wo denn? Ja, Chris bestimmt was. Chris immer genug Kausnack draußen, wenn wir weiter gehen. Findest du immer irgendeinen Müll. Ja, stimmt auch wieder. So, was brauchen wir noch für unsere Burger? Brauchen wir jetzt schon? Nein, ich hole nur schon mal alles raus und bereite das vor. Ich habe ein Video, wollte ich heute hochladen, das für heute Abend. Und wir hatten hier die totalen Internetprobleme. Also nicht Internet, YouTube hat Probleme gemacht. Ich habe das halt immer hochgeladen oder ich habe es versucht hochzuladen, aber es ging nicht. Und dann habe ich es anders hochgeladen, nicht wie ich sonst hochlade und dann war das halt direkt online. Und dann haben das schon ein paar Leute auch angeklickt, angefangen anzugucken. Und ich habe es dann halt wieder offline genommen und für heute Abend 19 Uhr online gestellt. Ja, und jetzt ist es aber... online, jetzt steht da schon seit 4 Stunden online. Ach, das ärgert mich halt. Drama vom Lama. Ja, ist auch Drama. Für mich. Ja. Egal. So, Bernd macht jetzt den Rest vom Festessen. Essen für die Bernd. Bernd hat Hunger, bei mir geht's noch. Ja, 2 Stunden hat Hunger. Ja. Es geht los. Essen. Dann kannst du dein Handy holen, dann siehst du auch, warum. In der Konsistenz? Wieso in der Konsistenz? Auf dem Tisch. Warum in der Konsistenz? Ach so, ja. Das ist ja auch nicht. Übrigens eine von den 9 Pfannen. Sind super, ne? Also es waren jetzt die günstigsten von Amazon. Die günstigsten oder die günstigen? Die günstigen. Die günstigsten kosten 1 Euro. Von okay. Haben jetzt 3 Stück 30 Euro gekostet und ja, für unsere Verhältnisse reichen die. Oh, Etty, was kriegst du da? Kannst du aussuchen, das oder das? Was gibt's denn? Schweinenase oder hier so? Strotte, Gehirn? Gehirn. Er geht immer sofort auf seinen Platz damit. Ja, genau, weil. Ansonsten gibt's Ärger. Und du kriegst auch einen Burger? Ich guck den Calvino ganz verliebt an. Na? Wen hast du denn da? Die Pommes? Ja, schon, oder? Wir müssen das Fett schon wieder wechseln, oder? So, wir schneiden die immer durch hier. Weil wir machen ja immer den Superburger, also ich zumindest, mit 3 Brote und ein Fleisch. Calvino nimmt den im Ganzen, aber der isst den auch ohne Salat und ohne alles, den Burger. Nur Brötchen und Fleisch.
Jetzt darf die Welt dabei sein, wie ich mir den baue, den Superburger. Was ist mit Building des Superburger? Was ist mit Building des Superburger? Ja, voll lecker. Ein bisschen abgeguckt vom Big Mac. Warum? Ihr weil drei Brote. Und Big Mac habe ich immer so gerne gegessen früher. Deswegen stellst du den Big Mac nach? Ja. Ganz wichtig, Hehler Gewürzketchup. Probieren? Nein, danke. So, dann Salat. Probieren? Salat. Sag sehr machen. Zwiebel. Gehirn ist Stirn. Und jetzt kommt diese Soße, die versuche ich jetzt. Das ist vegane Snacksoße. Vegane Schisssoße. Entdecke die Gönn dir Welt. Dann ein Fleisch. Eins Fleisch. Dann eins Brötchen. Dann noch mal ein bisschen Ketchup. Noch mal ein bisschen Soße. Das reicht doch schon. Nein. Dann kommen die Röstzwiebeln. Dann kommt wieder ein Salat. Oder 2-5 Salat. Gurke. Guacamole. Tomate. Fleisch. Ketchup einmal bitte, Bernd. Ketchup auf die andere Hälfte und fertig. Der super Burger, der richtig fett ist und ich glaube, der schmeckt nach alles. Ich brauche keine Kroketten. So, ihr Lieben, wir haben jetzt aufgegessen und jetzt geht's noch in die Badewanne für Bernd muss sich waschen. Nein. Ja. Wir gehen jetzt nach oben. Es ist noch hell draußen, aber für uns ist es tatsächlich schon Schlafenszeit. Smurfy. Ey, I smell like Iltis. Genau. Ja, aufräumen machen wir morgen. Wie so oft, dass die Küche siffig bleibt, egal. Ich bin voll müde. Vielleicht tatsächlich der Eisenmangel. Ich muss es echt mal checken lassen, meine Blutwerte. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Tschüss.